Die Frozen Shoulder, auch gemeinläufig als Capsulitis bezeichnet bzw. als Schultersteife, ist eine Erkrankung des Schultergelenks, die in drei Phasen verläuft. In der ersten Phase stehen die Schmerzen im Vordergrund und eine zunehmende Bewegungseinschränkung. In der zweiten Phase lassen die Schmerzen langsam nach, die Bewegungseinschränkung bleibt. Und erst in der dritten Phase gehen die Schmerzen allmählich weg und auch die Bewegung kommt wieder zurück in die Schulter. Wichtig zu wissen bei der Schultergelenksteife ist, dass über 90% aller Patienten, die an dieser Erkrankung leiden, keine Operation benötigen, sondern in der Regel unter konservativen Maßnahmen diese Erkrankung vollständig aushalten.